Hier spricht Ustra, willkommen zurück zur Pokémon Soul Silver Nuzlocke. Und was soll ich euch erzählen? Außer die Wahrheit. Der Faustordenträger Hartwig hat abgedankt. Ja, und wir haben nun den Faustorden in unserem Besitz. Das heißt, wir können die Fähigkeit Fliegen benutzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Fliegen im Moment irgendjemandem beibringen sollte. Denn es ist zwar eine okay Attacke, ähnlich wie Schaufler, aber ich weiß gar nicht, ob ich jemanden habe, der wirklich fliegen kann, fliegen möchte. Ne, Kleinstein sowieso nicht, das ist das. Achso, ja, falls ihr euch fragt, ich habe hier mal Quest 1 mit reingepackt. Den habe ich nicht weggetan oder nicht freigelassen, weil er ja nicht tot ist, aber ich habe ihn auch aus meiner Reichweite getan, weil er ja nicht wirklich dabei ist. Ja, ich habe nichts, was Fliegen lernen kann. Und ich glaube wenig, dass ich mich an einem Smogon festhalten kann, um dann durch die Lüfte zu fliegen. Auf der anderen Seite kann man auch Dodo Fliegen beibringen. Also, das bleibt nochmal ein bisschen im Verborgenen. Was nicht im Verborgenen bleibt, ist, wir müssen noch ein wenig trainieren, denn ich weiß, der nächste Arenaleiter steht sozusagen schon in den Schuhen und will los, will auch fighten gegen mein Team. Besser gesagt, ich will auch gegen ihn fighten. Nämlich die wie Roxanne oder wie die, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Die hatten wir auf jeden Fall an dem Leuchtturm getroffen und hat Stahl-Pokémon. Das wurde mir schon zugetragen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie so ein bisschen heftiger ist als das, was wir vorher hatten. Power Punch! Ha! So kann ich meinen Fokus nicht verlieren. One Punch Man! Gib ihm ordentlich! Boom! Da dürfte eigentlich nichts mehr übrig bleiben. Das ist nicht sehr effektiv. Nun, dann bleibt vielleicht doch was übrig. Karate-Schlag noch hinterher. Und dann nehme ich erstmal die paar Erfahrungspunkte mit. Kampf ist gegen Gift nicht effektiv? Na gut. Kann ich mir jetzt fast vorstellen, dass das wirklich so ist. Verzeihung. Level 23 Tentacha, das ist gut. Auch wenn ein One-Punch-Man den nicht unbedingt alleine fertig kriegt. Wir nehmen hier mal Burbel. Gibt es ja doch wahrscheinlich ein bisschen Erfahrungspunkte, die wir sicherlich gebrauchen können. Und ja, ich weiß es und ihr wisst es auch. Das Team ist ordentlich hinterher und das Team hat ordentlich Probleme, mit dem Level hinterher zu kommen. Ich bräuchte eigentlich ein Level, ich sag jetzt mal, dann machen wir es mal nicht zu crazy, wir bräuchten ein Level 30 Team, um langsam aber sicher weiter voranzukommen. Und wenn ihr gerade ins Team geschaut habt oder es vielleicht auch wisst, ich habe niemanden auf Level 30. Niemanden. Absolut keinen. Niemand hat die Absicht, mein Team zu verbessern anscheinend. Ja, One Punch Man, das ist ja auch schön, dass du da bist, aber du kannst gegen den so wenig ausrichten. Wir machen erstmal hier weiter mit Burbel, weil auch Burbel muss langsam Level Level werden. Am besten Level 30. Besser fast noch Level 35, wenn ich sehe, der letzte Arenaleiter hatte schon Level 31 Quappo, ja. Genau. Da fehlt noch einiges an Punkten, dass wir hier weiterkommen. Natürlich will ich euch auch nicht so viel nerven mit Training. Auf der anderen Seite wollen viele von euch natürlich immer mit dabei sein und auch, ich darf ja anscheinend überhaupt nichts mehr schneiden und, ach, okay, das war die Dämonia vom Montag. Das ist natürlich manchmal ein bisschen blöd, weil gerade so lange Trainingssessions, auch wenn ich die jetzt nur, ich sag jetzt mal, fast forwarden würde, wäre das ja trotzdem
Na gut, egal wie ich es mache, Zeit ist es trotzdem. Und dann habe ich noch mehr Zeit, die ich in die Bearbeitung stecke. Ich glaube aber, wir kommen fast gar nicht drum rum, ein bisschen zu trainieren. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal in Erwägung ziehen. Ich werde auch gar keinen von den Probe... da müssen die... Irgendwer muss ja da drin sein. Ja. Der ist ein alter Mann. Ich weiß nicht mal, ob ich es gegen den einen... Obwohl, wir haben... Ja, wir versuchen es mal gegen den. Hallo. So, du bist also wirklich gekommen. Du magst der Arenaleiterin vielleicht geholfen haben, aber in der Arena gilt immer noch das Gesetz des stärkeren Kämpfe. Entweder richtig oder gar nicht. Ja, gut. Hey, du hast mir im Leuchtturm bereits bewiesen, wie stark du wirklich bist. Aber du wirst all deine Kraft brauchen, um den Kampf gegen Jasmin zu bestehen. Ich hoffe, du gewinnst. Okay, also gegen Jasmin müssen wir kämpfen. Und es gibt nicht mal Vorgeplänkelkämpfe. Das ist interessant. Ich glaube, ich kann auch hier gegen... Kann ich nicht... nochmal gegen die Trainer kämpfen oder so mit irgendeinem Device, das ich eventuell bekommen habe. Ein tolles Gerät. Kämpfe zwischen Freunden oder Kämpfe zwischen speziellen, in einer speziellen Kampfeinrichtung aufzeichnen kann. Nein, es gibt hier nicht diesen Kampffahnder, den gab es glaube ich in der Pokémon Rot und Blau Neuauflage. Da konnte man dann nochmal gegen die kämpfen. Hier geht es alles über den Pokécom. Wir können ja mal gucken auf den Routen. Das sind nur, dass ich da Leute gefangen habe. Hier wartet sonst aber keiner mehr auf mich. Das ist natürlich schlecht. Dann versuchen wir es hier ein bisschen. Ich kürze das Ganze ab. Ich melde mich dann wieder, sobald... Hallo, Mauzi. Ja, sobald ich ein bisschen trainiert habe. Bis gleich. Oh, Lyria ruft an mittendrin im Training. Hallo, hier ist Lyria, guten Tag. Als ich neulich mit Meryl unterwegs war und mich plötzlich nach mir umsah, hatte es sich doch tatsächlich zu Azumarill entwickelt. Kaum zu glauben, oder? Na gut, ich warte auf deinen nächsten Anruf. What? Einfach mal umgedreht und auf einmal ist es ein anderes Pokémon. Na sicher, du solltest dein Pokémon öfter angucken. Weiter zum Training.
So, da sind wir zurück bei der Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Nachdem ein bisschen trainiert wurde, ihr habt es ja gerade gesehen, man kommt natürlich nicht so richtig gut voran. Wir haben nicht ganz so viel, was wir noch machen können. Ich habe auch für das kranke Miltang leider keine weiteren Bärchen mehr. Leider. Und wir haben auch gar keine Trainer mehr, soweit wie ich das beurteilen kann. Das ist natürlich alles in allem nicht so prickelnd. Ich wollte jetzt nochmal schauen und euch mitnehmen. Hier vorne müsste es auch, hier hinter Teak City gibt es doch diese Höhle. Ich wollte mal gucken, was da so abgeht. Vielleicht irgendwas Cooles. Okay, hier ist die Mucke auf jeden Fall gänzlich anders. Ah ja, wir können ja jetzt auch schwimmen, du. Wir haben hier noch kein Pokémon gefangen, du. Darf ich dich du nennen, du? Natürlich darf du das. Haha. wir können hier rüber schwimmen. Und ich glaube, da müsste es dann noch Trainer geben. Und wir dürfen uns einen Goldini fangen. Nun, ist ja auch nicht schlecht. Richtig ja sagen will man nicht, nein sagen will man jetzt aber auch nicht. Oh, nach der ganzen Trainingssache bin ich jetzt ein bisschen müde. Wow, 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 wow. Und auch noch ein männliches Goldini, das ist schön, da brauche ich gleich erstmal einen Namen für. Ich habe aber schon einen. Hoffe ich zumindest, wenn es passt. Ja, Goldini wurde gefangen. Das war nicht so schwierig mit dem normalen Pokéball. Was heißt es denn? Es ist ein guter Schwimmer. Es kann selbst reißende Ströme mit konstant 5 Knoten hinaufschwimmen. Ich glaube, ein Goldini kann auch fliegen lernen. Deswegen mache ich mir doch vielleicht einen VM-Sklaven, weil den habe ich mir zwar nicht extra gefangen, aber was ich mit meinem Pokémon mache, ist ja mir überlassen, so wie ich das mal... Mister, jetzt kommt. Ich hoffe, das passt. Ist ja ein Typ. Mr. Goldberg wird er heißen. Gold. Jawohl. Nein. Mr. Gold. Ich weiß, ich könnte vorne das Punkt weglassen. Das wäre aber. Na gut, wir lassen vorne den Punkt weg. Na gut. Dann passt's. Immer so elendig lange Namen. Aber ist nicht so schlimm. Goldberg. Vielleicht werden wir Mr. Goldberg sogar in der Pokémon-Liga hinterher sehen. Mr. Goldberg. Ja, wieder ein neues Pokémon gefangen. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlimm. Hier wäre der... Das wäre der Sissüsüne. Sissüsüne ist da wieder. Supertrank. Aber um zu Sissüsüne zu kommen, brauchen wir den Sissüsüsnider. Aber wir haben nicht unser Mirapla dabei. Oh, Kesselberg. Ich habe das Pokémon gesehen übrigens. Auch hier dürften wir uns ein Pokémon fangen. Im Kesselberg. Natürlich weiß ich nicht, welche Geheimnisse der Kesselberg für uns bietet. Ich guck mal wenigstens, welches Pokémon hier auf uns auflauert. Ein paar Höhlen-Pokémon haben wir ja schon. Deswegen habe ich nicht so eine Angst, auf ein Pokémon zu treffen. Upsa, da müssen wir aufpassen mit dem Flügelschlag. Das ist nämlich sehr effektiv. Ein Karateschlag wird eher nicht effektiv sein. Aus zwei Gründen. Flug und Gift. Deswegen machen wir es mal eben mit Burble. Da ist zumindest die Sache gegeben. Das wird relativ wehtun. Und ich habe Energiefokus übrigens bei One Punch Man gelassen. Weil das sich super verbindet mit zum Beispiel Karateschlag, der schon eine sehr hohe Volltrefferquote an sich hat. Und um garantierte Volltreffer zu landen, manchmal hat man ja... So, jetzt. Manchmal hat man ja die Gelegenheit, sich vorher richtig aufzuladen. Und manchmal braucht man einfach kritische Treffer. Hier ist jetzt aber gar kein Trainer. Was ich ein wenig schade finde. Weil dann können wir nämlich eigentlich ja Doodle, hat jetzt zwar schon Surfer, aber dann können wir Goldini, Surfer und Fliegen beibringen. Huch, ein Gold King ist auch gleich am Start, okay.
Ich weiß, dass die auch oft Flugattacken haben, nämlich mindestens Hornattacke. Und deswegen gehe ich mal lieber auf Elnora, auch wenn da Flugattacken nicht so geil sind, immer noch besser als gegen One Punch Man, der mal eben so, na, da ist die Hornattacke schon. Der sehr anfällig für sowas ist. Thanks. Das ist sehr effektiv. Dreschpflege, wow. Das hat richtig wehgetan. Hätte ich nicht gedacht. Und ist auch wieder ein männliches Golking. Merkwürdig, merkwürdig. Alles hier nur männliche Meister. So. Und da ich ja noch in der Folge bin und nicht weiß, wie lange wir oder wie lange ich das einblenden muss mit dem Trainingsröntchen, werde ich an dieser wunderbaren Stelle einmal diese Folge beenden. Ich hoffe, euch hat diese kleine Trainingsfolge trotzdem gefallen. Das werden wir mehr oder minder noch ein bisschen weiterführen. Ich hoffe, dass wir dann am Ende dieser Woche, also ich sag mal in Folge 40, dann auch gegen die gute Jasmin, heißt sie jetzt, glaube ich, kämpfen können und uns den Orden schnappen. Also bleibt gespannt dabei. Mal gucken, was noch passiert. Vielleicht fange ich in der nächsten Folge noch ein paar Pokémon. Also bis zum nächsten Mal.